Ja, hallo und willkommen zurück zu Criminal Intent. Ja. Also, mir hatte noch ein kleiner Beweis gefehlt. Das waren diese Fußabdrücke am Tatort, die ich jetzt erstmal geholt habe. Ja. Das muss ich mal sehen. Ob es denn auch einen Anruf gab, schon was Neues wegen Untersuchungen? Nein. Ja, ich werde trotzdem mal in Richtung Kriminallabor fliegen. Ich habe nur die angeforderten Tests nochmal überprüft. Welchen davon wollten Sie sehen? Nochmal überprüft? Ja, das sind Fußabdrücke von Herrenschuhen, Größe 45. Okay. Sonst noch was ich vergessen habe? Das ist echt eine Menge. Bedenkt, was Sie alles so machen müssen, lösen müssen für so einen Fall. So, jetzt gehe ich mal hier ran. Jetzt, ja. Und zwar möchte ich jetzt mal die Beweise etwas aufschlüsseln. Also Tätermerkmale, Täterpersönlichkeit und Tatmotiv. Mal sehen, ob ich jetzt alles so etwas zusammenbekomme. Wieso benutzt du das nicht dort? Was ist das jetzt wieder für ein Dreck? Wollt ihr mich verarschen? Benutzen Sie die Inventarobjekte aus dem Eingabe. Ja. Oben geht ja nichts rein. Eingabekasten. Ah, muss ich das da oben erst reintun? Was ist das jetzt für ein Sheet? Ah, okay. Ach, das geht dann automatisch dorthin. Okay. Ah. Da muss ich erstmal durchblicken, ey. Eingeben. Also alles, was ich habe jetzt, das werde ich mal zusammen. Klick. Na super. So, weiter geht's. Weiß, ich habe einen Schuss. Schwach steht hier, Profilstärke. Also Mittel. Da können wir natürlich noch nichts mit irgendwas anfangen. Mal sehen, das ist ja auch wichtig. Muss ja auch irgendwo hingehen. Vielleicht habe ich alle Beweise zusammen. Oh, klick, klick. Gleich zweimal. Das ist gut. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Obwohl, es ist glaube ich so, hier kann man ja ermitteln, wie man will, so größtenteils. Ah. Die Zange war doch auch irgendwie ein Werkzeug, irgendwie, ja, den Draht durchgeschnitten am Tatort. Okay. Ja, ich denke laut. Natürlich Täterpersönlichkeit, da kann ich doch nichts sagen. Dokumente. Berichte. Vielleicht auch ein Bericht dazu.
Das wäre jetzt gut. Nein. Oh, fuck. Dokumente bestimmt. Irgendwas ist es doch noch. Ja, jetzt schade, wenn ich das hier mache. Ah! Okay. Noch irgendwas. Dokumente, Beweise. Da sind ja einige Fotos dabei. Zack und zack. Sehen, was mir das bringt. Ach, nee, oben. Nee. Also, und jetzt? Was kann ich jetzt machen? Muss ich hier wieder rausgehen oder kann ich hier irgendwas... Geben Sie Beweise aus Inventar ein, um ein Täterprofil anzulegen. Wenn ein Profil stark genug ist, geben Sie die Personen ein, um denen Verdächtigkeit zu prüfen. Achso, Personen, Zeugen oder... Puh. Der sitzt ja, also... Das war ein Zeuge... Ah, okay. Ich gehe mal alle durch. Ist doch der Knacki ist. Hm. 12%. Ja, das sind alles nur kleine Lichter hier. Zum Beispiel der, das glaube ich auch nicht. Sehr unwahrscheinlich. 18%. Ja, das hält sich doch noch alles in Grenzen bei denen, ja. Und unsere gute Polizistin. Auch 18%. Da ist doch niemand richtig verdächtig bis jetzt, oder? Och Mann, blödes Rumhergewackel mit dem Mauszeiger hier. Geht mir langsam auf den Pisser. Echt jetzt. 13. Ich glaube, ich habe hier niemanden, der wirklich richtig verdächtig ist. Fehlt mir noch eine Person. Was sind denn das für Zahlen? Jetzt doch der Typ. Ja, sehr stark. Kann ich hier irgendwas beeinflussen? Der ist mit 52% voll im Rennen. Ich tue den nochmal rein. Naja, weg jetzt damit hier. So. Ist das jetzt noch drin? Ja. Das ist gut. Was hat mir das genützt? Nichts. Und in dem Motel.
die gute Frau, die will mir auch nicht so richtig weiterhelfen. Da muss ich auch was finden. Das habe ich ja alles schon betrachtet. Ja. Geh mal kurz hier weg. Ist das hier daneben noch irgendwie wichtig? Nein. Geht das wieder los? Ich muss etwas finden. Was soll ich denn bitte schön finden? Schuhabdrücke. Fußabdrücke. Nein, das wird sie nicht interessieren. Gibt es Dokumente neue? Nein. Berichte? Nein. Steh auf dem Schlauch. Zumindest ist schon mal der Typ mit 52% ganz schön verdächtig. Schicke ich es ans Labor. Mal sehen. Ich schicke alles mal los, was ich jetzt bis jetzt noch. Stehen hier die Schleifspuren immer noch da? So. Ich könnte. Ey, wieso steht das noch hier? Das ist gar nicht gut. Oh, ich bin überrascht, Sie zu sehen. Ich habe nichts für Ihren Fall. Wirklich nicht? Warte mal, ich muss hier erstmal pausieren, damit das hier verschwindet. Ich weiß nicht, warum das da ist. Ich bin gleich wieder da. So, die Schrift ist weg. Ich muss es nochmal neu starten, jetzt kurz zwischendurch. Hab auch gleich mal geguckt. Ja, Haus des Opfers. Ich habe nämlich hier was vergessen. Und zwar hier gegenüber, meine Güte. Das ist ja nun auch wichtig, das Haus des Opfers gründlicher zu durchsuchen und nicht nur den Nachbar zu fragen. Ja, und wir haben ja auch die Schlüssel des Opfers und die sind hier. Und am Autoschlüssel ist auch der Wohnungsschlüssel mit dran. Moment. Sieht aus, als ob abgeschlossen ist. Ja, jetzt erscheint das Fragezeichen. Man muss erstmal anschauen halt, dann geht das auch. Eigentlich schon peinlich als Ermittler. Die wichtigsten Dinge. Was haben wir hier? Werbepost, Rechnungen. Aus welchem Grund hat er die Sachen hier gestapelt? Weil ich das auch so mache. Okay, ist nichts mehr. Ja. Okay, in das Zimmer geht es nicht. Ist das hier ein Zimmer, das reingeht? Ah, okay. Es geht voran. Fällige Rechnungen. Vielleicht hatte Castillo finanzielle Probleme. Die Schuhe dürften auch wichtig sein. Ne? Laufschuhe. Laufschuhe, schön. Mehr nicht. Laufschuhe. Interessant, dass er keine Arbeitskleidung hier hat. Also ich würde ja den Schrank untersuchen. Thank you.
denn hier los? Was ist hier los? Was gibt's hier zu sehen? Das Brötchen ist hart wie Stein. Sieht so aus, als schalten sie ihm bald den Strom ab. Ah, hier unten ist auch noch was. Was das wohl ist? Ich brauche etwas. Ich habe doch vorhin den Schraubendreher aufgehoben. Das kann ich mir vorstellen. Was das wohl ist? Das finden wir gleich raus. Wie das wohl aufgeht? Ah, du liebe Zeit. Ja, müssen wohl dieselben Farben sein. Na, ich gehe nochmal raus. Stellt sich das dann zurück? Muss ich mal wissen, was. Jetzt haben wir das alles grün. Kann eine Weile dauern, ne? Ich schätze mal, das muss alles grün werden, oder? Ich habe Angst, dass das alles wieder verstellt. Das hilft alles nichts. So rumstelle. So. Und jetzt? Boah. Jetzt weiß ich, warum es so aussieht, als sei er nicht hier gewesen. Er wohnte woanders. Das ist ja mal cool. Ich will auch so ein Versteck. Weiter geht's im Text. Warum hat er 4 Monate alte Magazine aufgehoben? Weil er vielleicht 4 Monate nicht da war. Kann ja sein. Was ist das? Die Fernbedienung ist voll mit Staub. Sag ich doch, hier war lange niemand mehr in der Bude. War das nichts. Also hier gibt's nichts mehr zu finden, wenn auf dem Tisch nichts mehr liegt. Tja, hier war lange niemand mehr zugegen. Ich könnte ja jetzt gehen. Aber was war hier? War das der Raum? Ach ja, stimmt. Hier war ich ja schon. Ich wundere, dass er den Schrank nicht aufmacht. Liederliche Polizeiarbeit. Halt, ich muss noch mal was schauen. Ah ja, ich glaube, das war's hier. Gehe ich mal stark davon aus, dass wir hier alles haben.
Und wir machen ins Kriminallabor und fragen wieder nach. Ich habe die Testergebnisse für Sie. Ich bringe sie her. Auf diesem Schlitzschraubenzieher waren Abdrücke des Opfers. Das passt, da Sie ihn aus seinem Apartment haben. Auf diesem Dokument waren Abdrücke vom Opfer, aber das ist alles. Das ist alles nichts mehr. Leichenbeschauer ist ja nicht so wichtig. Ah, die Kollegen werden mich gleich wieder anpiepsen. Klick, klick. Point und Klick. Ich bin fertig. Ich zeige Ihnen, was ich gefunden habe. Diese Fußabdrücke stammen von einem Mann mit der Schuhgröße 45. Wenn Sie auf verdächtige Schuhe stoßen, vergleiche ich sie damit. Das ist ein Monatsvertrag für ein Apartment in Brooklyn in der 1604 Argyle Road. Läuft auf Martin Castillo. Es scheint sich weitgehend um Standardklauseln zu handeln, aber es kommt mir komisch vor, dass ein Typ, der schon ein Apartment hat, noch ein zweites in der Nähe braucht. Es ist ein Schlitzschraubendreher in Standardgröße. Könnte aus jedem Eisenwarengeschäft der Stadt sein. Ja, muss ja alles fragen. Egal, ob das nur ein Schlitzschraubendreher ist oder irgendwas anderes. Denn ja, könnte ja ein paar kleine Hinweise vergessen und dann kommt man nicht weiter. So, Kollege, was hast du? Nichts, oder? Ich habe von dem Fall noch nichts gesehen, also schicken Sie mir erst etwas, wenn jemand beschattet werden soll. Nein, jetzt, das ist ja alles fertig. Ist jetzt was Neues entstanden? Jawohl, Brooklyn Apartment. Apartment des Opfers. Wahnsinn. Passwort geschützt. Sieben, zwei, sechs. Zwei, vier, drei, neun. Ja, woher ich das wieder weiß. Oh nein, hier geht's wieder raus. Nichts wie rein. Okay, jetzt wird's spannend. Wieder mal. Könnte brauchbar sein. Könnte brauchbar sein? Für was denn? Soll ich da wieder den Schraubendreher oder die Zange nehmen? Das ist doch alles. Ah, okay. Das brauche ich, glaube ich, nicht ins Labor zu schicken. Das wäre etwas überflüssig, oder? Was ist das? Oh, Rätseltime. Das ist doch der Griff. Müsste doch irgendwo passen. Schließen. Raus. Nimm den Griff wieder weg. Okay. Interessant. Er schaut sich auch es erstmal an, deswegen bin ich ja wieder raus. Falls sich jemand das fragen sollte, was hat er jetzt gemacht? Interessant. Da muss das. Das muss irgendwo ja richtig passen, ne? Das hat doch dort gepasst. Oder hier?
Wieso? Warum macht er das nicht? Ah. Eine alte Mordakte. Ich frage mich, was so wichtig daran war. Und dass man die so verstecken muss. Okay, hier gehe ich mal raus. Und hier hinten erstmal hin. Die Mordakte könnte ich eigentlich zum Analysieren losschicken. Dokumente. Das müsste sie doch sein, ne? Dokumente, Apartment, Brooklyn, Tötung, Ellen Doherty betreffend. Mysteriös. Hier liegt noch was rum, noch was Aktenmäßiges. Und an der Wand hängt auch noch einiges. Sieht aus wie Sanchez' Registerauszug. Okay. Alles abschicken, damit die Kollegen Bescheid wissen. So, alles klar. Mehr Beweise, dass Castillo den Sanchez-Fall sehr aufmerksam verfolgte. Er ging nicht oft weg. Ja, ich schätze mal, ich bin hier durch mit dem Apartment. Oder? Also, wenn hier kein neuer Ort erschienen ist. So, auf geht's. Das Übliche natürlich. Ich bin fertig. Ich zeige Ihnen, was ich gefunden habe. Dieser Registerauszug enthält Details über Emilio Sanchez' Verhaftung wegen Rauschgifthandels. Er gibt an, dass er sich wehrte und gefügig gemacht werden musste. Was Sie da haben, ist ein Haufen Papierkram über Ellen Dohertys Ermordung. Willie Branch war der Verdächtige, der in Verbindung mit dieser Erschießung angeklagt wurde. Es ist mir aufgefallen, dass Melinda Brooks der Officer war, der mit dem Fall beauftragt wurde. War sie nicht eine Freundin von Castillo? Ah. Ich sehe. Ich sollte vielleicht mal zu Melinda gehen und versuchen. Sie befindet sich ja an dem Twilight Motel. Jetzt endlich mal was. Okay, Dokumente. Schauen Sie mal hier. Oh, bitte verschwenden Sie nicht meine Zeit. Castillo führte eine Akte über Ellen Doherty. Es scheint, als ob Sie der Ermittler waren. Wissen Sie, warum er so interessiert daran war? Das ist 5 Jahre her. Martin war jung, gerade mit dem Jurastudium fertig. Er wollte es anders machen. Er hatte einen Loser angeklagt, einen Typ namens Willie Branch.
Eine Akte ging verloren und er wurde laufen gelassen. Es war ein Anfängerfehler. Er hätte die Sache neu aufmachen müssen und Branch hätte gesessen. Aber bevor der Haftbefehl ausgestellt wurde, hat Branch Ellen Doherty umgebracht. Sie war im 6. Monat schwanger. Martin hat lange gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Also war die Schuld zu überwältigend für Castillo. War es das, warum er so besessen vom Sanchez-Fall war? Martin wollte nicht noch mehr unschuldige Opfer auf dem Gewissen haben. Er war sich sicher, Sanchez würde Chuy töten, sobald er die Gelegenheit hätte. Martin tat alles, um das Kind zu finden, bevor sich sein Fall auflöste. Das blaue Auge hat mit Castillos Mord zu tun, oder? Vielleicht. Ihr blaues Auge da sieht sehr schmerzhaft aus. Was ist passiert? Ich habe mich vor ein paar Tagen gestoßen. Sonst noch etwas? Naja. Geradlinig. Ja. Scheußliche Prellung. Was ist passiert? Das habe ich schon gesagt. Hören Sie, ich weiß, was Sie für Castillo empfanden. Es tut mir leid, aber wenn Sie nicht mitmachen, kann ich Ihnen nicht helfen. Sie verschwenden hier meine Zeit. Boah, ich versuche ja gerade normal umzugehen mit der Schnalle. Was ist denn los, ey? Sie waren seit 2 Tagen nicht arbeiten. Und die Farbe der Prellungen sagt mir, dass Sie nicht älter als 20 Stunden sind. Erzählen Sie, was wirklich passiert ist. Martin war nicht der Einzige, der nicht über Ellens Tod hinwegkam. Ihr Mann Frank gab ihm die Schuld wegen der Geschichte mit Willie Branch. Als ich von Martins Tod erfuhr, hatte ich ihn gleich in Verdacht. Gestern Abend bei Dorothys Apartment wusste ich nicht, ob ich ihn festnehmen oder ihm sein Hirn wegschießen würde. Haben Sie ihn damit konfrontiert? Als ich dort ankam, öffnete er die Tür, ließ mich aber nicht rein. Wir haben uns angeschrien und ich wollte die Tür aufdrücken. Aber er schlug sie zu und das habe ich abgekriegt. Wo ist Frank Doherty jetzt? Darum bin ich hier. Er wohnt direkt um die Ecke. Ich habe versucht, ihn gut im Auge zu behalten. Er ist wie immer bei Warren and Gas Supply zur Arbeit gegangen und dann direkt wieder nach Hause. Es ist Ihnen klar, dass dies ernsthafte Auswirkungen haben kann. Sie drohen mir? Och mein Gott, was ist denn hier los? Ich weiß, Sie hatten ein persönliches Motiv, aber Sie hätten sich im Klaren sein sollen, dass Ihre Aktion negative Folgen haben kann. Das war nicht meine größte Sorge. Ey, die muss man wirklich mal der eine schießen, ey. Ich zieh die gleich raus. Wenn sich herausstellt, dass Sie den Fall vermasselt haben, kostet Sie das Ihre Marke? Ich habe getan, was ich tun musste. Martin war wie ein Bruder für mich. So wie ich mich gestern fühlte, hätte ich Frank auch erschießen können. Wir bleiben in Verbindung. Tja, was ist die Verbindung zwischen Ellen Doherty und Emilio Sanchez? Nicht Sanchez war der Auslöser, sondern das, wofür er steht. Castillo wollte sich durch den Sanchez-Fall von seiner Schuld an Ellen Dohertys Tod befreien. Für ihn war es dieselbe Sache. Er versuchte, Rechnungen zu begleichen. Als Chuy dann verschwand, drehte sich wieder alles um Ellen Doherty. Er musste doch etwas tun. Er war besessen davon, denselben Fehler nicht noch einmal zu machen. Vorher kam jemand zu ihm. Frank Doherty. Okay, damit möchte ich diesen Part beenden, den Fall noch nicht. Scheint, es wäre irgendein Ende gekommen, schätze ich mal, weiß ich nicht mehr. Lange her, aber macht immer noch Spaß. Und ja, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Part, ich bin weg und ciao.